Nee, 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 nee. Spellforce. Ja, heute ist es nicht Batman, es ist Spellforce. Und es wird wieder mal eine großartige Aufnahme heute. Denn ich bin total gehypt. Aus dem simplen Grund, dass scheinbar sehr viele meine. Also nicht sehr viele, ich meine. Ja, es ist halt alles noch so in kleinen Kreisen. Aber für mich sind es sehr viele. Hat es ja scheinbar echt gut gefallen, was ich da so beim Nachvertonen einfach mal so rausgehauen habe. Und das freut mich, wirklich. Das finde ich einfach richtig klasse. Aber als ich das Ganze dann nachvertont habe, habe ich ja am Ende bemerkt: Moment mal, du bist ja ein richtiger Vollidiot. Du hast da ja den Schattenring aufgehoben und du hast ihn nicht abgegeben. Ja. So gut habe ich dann doch noch aufgepasst, obwohl ich ja teilweise dann wirklich mich hingesetzt habe, die Füße hochgelegt hatte und einfach absolut gar nicht mehr auf das Spiel geachtet habe, weil, naja, wenn man alles dann zum zweiten Mal sieht, in nach relativ kurzer Zeit und eigentlich sowieso nichts großartig da sieht, weil man das alles sowieso schon relativ gut auswendig kennt, ja, dann ist das ja alles irgendwie nicht so spannend. So, Castagir. Wutalter, Glatzkopf, Bowlingkugel, was auch immer. Wir haben da was Schönes. Ja. Und du wirst uns bitte auch was dafür geben. Denn langsam, finde ich, geht es richtig langsam mit dem Level voran. Und das, obwohl wir ja eigentlich immer brav unsere Nebenquests machen. Das finde ich nicht gut. Castagir, so. Jetzt gib mal was Schönes, ne? Seid gegrüßt. Ist es vielleicht dieser Ring, den ihr meint? Unfassbar! Der Schattenring! Er sieht tatsächlich so aus, wie mein Meister ihn beschrieben hat. Aber es Dein ist nur Ring? ein gewöhnlicher Ring aus Silber. Von ihm geht keine Kraft aus. Sag ich Ihr ja. habt recht. Ihm scheint keine Macht inne zu wohnen. Und doch sieht er aus wie der Schattenring. Ich muss Rigur befragen. Rigur? Einer der wenigen, die es außer mir wagten, die Schatten zu studieren. Er war auf der Jagd nach einem abtrünnigen Nekromanten. Dann verschwand er irgendwo in den Düsterlanden. Die Düsterlande? Dorthin wird mich mein Weg wohl ohnehin führen. Ich nehme den Ring mit. Wenn ich Rigur finde, werde ich ihn dazu befragen. Tut das. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich spüre, wie meine Zeit verrinnt. Mi, 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 mi. Okay, es fällt mir auch gerade noch ganz kurz ein, dass ich gerade das Gespräch gehört habe. Es wurde sich wieder darüber beschwert, dass die Sprachlosstärke zu gering ist. Deswegen werde ich sie nochmal ein kleines bisschen hochsetzen. Nur das Problem ist halt, ich bemerke das halt fast nicht, weil ich habe halt In-Ear-Kopfhörer und ja, wenn das halt einfach direkt am Ohr ist, dann ist das Ganze halt ein bisschen anders. Dann empfindet man das halt etwas lauter vielleicht. Tut mir leid. Ich habe es erst lauter gemacht. Auf jeden Fall, wir haben Erfahrungspunkte bekommen, nicht allzu viele, leider. Aber wir können hier auf jeden Fall mal noch was austauschen. Und zwar hier den Istvan gegen den guten Rodgar. So, und Stufe 9, Stufe 6, ja, ist auch besser. Gut, weil wir brauchen ja gleich auf jeden Fall eine gute Truppe. Und dann wollen wir auch noch mal kurz sehen, ob wir den guten Rigur eventuell sogar schon mal begegnet sind. Nee, Phalomsheim, da waren wir noch nicht. Da kommen wir eventuell noch hin. Aber jetzt gehen wir erstmal in die südlichen Windwaldberge. Zu den guten Zwergen. Das erste Mal jetzt. Ah, wie ich es auch jetzt schon unendlich oft gesagt habe. Bestes Volk mit Abstand. Richtig cool. Und ja, sie bilden einfach so den genauen Kontrast zu den Elfen. Wie es natürlich in jedem, absolut jedem Universum ist. Und ja, die Zwerge sind halt ausschließlich Männer. Sehr bärtig, sehr hart von Gesicht her. Und ja, das absolute Gegenteil zu den Elfen, wie ich schon gesagt habe. Und du, mein Freund, was hast du denn geskillt? Große Klingenwaffen, schwere Schild, Rüstung, Bogen. Alter, weißt du, wenn ich so eine Skillung hier schon sehe, ne? Eigentlich, das hier ist ja ganz vernünftig, aber warum? Warum? Bogen? Das ist total useless, Junge. Und vor allem Zweikampf mit, ach, sag schnell, Schilden zu kombinieren, das ist auch nicht das Schlauste. Naja,
wenigstens kann er das ein oder andere tragen. Vor allem das gute Kettenhemd. Das ist ja richtig nice. Die dunkle Lederhose. Ja. Sieht auch schon wie ein vernünftiger Mann aus. Hm. Ne, damit kriegt er ja eigentlich hauptsächlich Magier-Stats. Die sind jetzt nicht so wichtig. Intelligenz, Ausdauer. Geschicklichkeit, Intelligenz, Ausdauer, Intelligenz. Ja, dann würde ich sagen, kriegt er einfach die beiden hier. Die müssten eigentlich für ihn ausreichen. Und jetzt haben wir noch Priesterin Noemi. Gut, wenn wir jetzt hier schon bei den Ringen sind, können wir auch kurz gucken, was sie kriegt. Der hier sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Ja, und die dann hier einfach noch. Das lohnt sich jetzt einfach nicht, da genauer drauf zu achten. Weil Ringe einfach hier nicht so die Welt bewegen. Also zumindest noch nicht. Später finden wir sehr, sehr gute Ringe. Auch wenn ich da jetzt gerade keinen spontan wüsste, der übernatürlich gut ist. Ja. So. Ja. Und genau. Folgt mir. So, mit dem guten Ragnar Thorgrimsson können wir jetzt erstmal reden. Aber vorher will ich mal gerade mal kurz gucken. Der hat göttliche Heilung, das ist sehr gut, das ist im Prinzip genau das gleiche wie Heilung in Stärke. Und Rodgar ist neu. Er hat einfach nur Schlachtruf. Und der hier hat Segnung. Okay, nur mal kurz hier die Skills kennen. Also, Ragnar. Zwerg, der wie der Hauptcharakter aus Vikings heißt. Was hast du uns denn so zu erzählen? Euresgleichen ist hier nicht gern gesehen. Mensch, ich rate euch rasch weiterzureisen. Ihr mögt euch hier frei bewegen und in unserer Stadt Handel treiben. Aber solange ihr keinen Fürsprecher habt, werdet ihr bei uns wenig Freundlichkeit vorfinden. Und noch etwas. Im Süden unseres Landes treibt ein Riese sein Unwesen. Wenn ihr ihn seht, flieht besser in die Stadt zurück. Mhm. Ja. Auf mein Zeichen. Das ist auch immer so eine Sache. Immer da, wo die Zwerge sind, sind auch irgendwie immer Riesen. Ist irgendwie lustig, aber naja. Hier sieht man auch schon die schwer gerüsteten Zwerge mit ihren Hämmern. Ja, ich glaube, unsere Leute können wir einfach dann erstmal stehen lassen. Wenn wir erstmal hier zu Urak Gursam gehen. Oh, die Schilde, die sehen so cool aus. Mann, ich will auch so einen. Obwohl unser aktueller, der Utraner-Schild, ist eigentlich auch ganz vernünftig. Also beklagen sollte ich mich da nicht. Hier sehen wir schon Dunkelelfen zum ersten Mal tatsächlich. Lasst mich zufrieden, Mensch. Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ah ne, die sind ja alle richtig freundlich zu uns, ne? Und da steht ein Mensch. Ja, so viel zum Thema. Ja, immer diese Doppelmoral, das kann man heutzutage einfach nicht mehr durchkommen. Also zumindest sollte man sowas nicht mehr durchkommen dürfen. Ne, das geht einfach nicht. Aber hier sieht man auch nochmal so eine. Ja, ich weiß nicht, was das eigentlich sein soll. Auf jeden Fall, das ist hier so eine Art Stein, der halt das Licht von Aonir empfängt. So. Wenn ihr das übrigens wollt, könnte ich auch mal ein bisschen was zu dem Spellforce-Universum raussuchen und dann mal während der Let's Plays was dazu erzählen. Also, nur zu. Wenn ihr das gern hättet, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja, aber jetzt reden wir erst mit Skarvik. Ein Mensch? Was treibt euch hierher? Euresgleichen ist bei meinem Brüder nicht eben gerne gesehen. Man nennt mich Skarvik. Ich bin einer der Schmiede hier. Ich habe euch Menschen eigentlich immer gemocht, bis dieser Lordling kam. Ich brauche jemanden, der für mich bürgt, Meister Skarvik. Ich muss ins Grauschattental. Und warum hat sich euer Volk den Menschen abgewandt? Gut, das dritte wissen wir ja eigentlich schon. Halt, weil es scheinbar da halt so eine Art Vorfall gab und sich deswegen halt die beiden miteinander zerstritten haben. Aber wir können das Ganze ja mal ein bisschen genauer in Betracht ziehen. Also einfach mal uns erklären lassen. Warum hat sich euer Volk von den Menschen abgewandt? Joshua, der Lordsohn der Haliten, hat sich mit Schande bedeckt. Er hat Herger, seinem Bruder im Blute, im Kampf verraten. Er floh, während Herger zurückblieb, dem Tod geweiht. Fragt unseren Tanenskeld. Es war sein Entschluss, den Bund mit den Menschen zu beenden. Denn Herger
war sein Sohn. Okay, dann würde ich jetzt einfach sagen, machen wir einfach ein bisschen weiter mit der Story. Weil ich finde halt einfach so, Kleinigkeiten von der Story mitzunehmen sind wichtig, damit man einfach so das Gesamtbild bei Spellforce ein bisschen besser drin hat. Vor allem, weil das auch sehr, sehr schön ist. Deswegen werde ich das einfach mal weiterfragen. Was hat es mit dieser Blutsbrüderschaft auf sich? Seit Jahrhunderten leben die Zwerge und Menschen der Windwallberge in einem Bündnis. Nach dem Krieg der sechs Völker begann die Bruderschaft des Blutes. Seit dieser Zeit verbinden die ältesten Söhne der Fürsten ihr Blut miteinander, um den Bund zu besiegeln. Dies ist Tradition seit Generationen. Auch unser Tanis Keld und der Lord der Haliten, Junior, wurden so einst zu Brüdern. Vor wenigen Monaten schlossen Herger und Joshua den Bund. Gibt es nichts, was das Bündnis wiederherzustellen vermag? Das kann nur unser Tanis Keld entscheiden. Ja gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, müssen wir ihm mitteilen, dass wir jemanden brauchen, der für uns birgt, ne? Ich muss ins Grauschatten fahren. Ach, verdammt. Ihr könnt unser Land durchreisen, wie es euch beliebt, Mensch. Der Osten jedoch, dort, wo es ins Tal der grauen Schatten geht, ist mit einem Tor verschlossen. Wofür dient das Tor? Es soll uns vor dem schützen, was dahinter lauert. Jenseits des Tores beginnt die Kaltmacht. Ein Land so grausam wie der Eiswind über den Bergen. Wenn dies der einzige Weg ins Grauschattental ist, dann werde ich ihn gehen. Der Wächter am Tor in die Kaltmacht hört nur auf den Befehl unseres Tanens Kelt. Ihr werdet seine Erlaubnis benötigen, um weiter nach Osten vordringen zu können. Okay, interessant. Aber jetzt brauchen wir wirklich mal jemanden, der für uns birgt. Ich brauche jemanden, der für mich birgt, Meister Skarvik. So? Denkt ihr etwa, ich hege keinen Groll gegen euer Blut? Lordling Joshuas Feigheit entfacht in mir den gleichen Zorn wie bei meinen Brüdern. Aber Streit führt uns nur in den Untergang. Wenn ihr den Bund neu schmieden wollt, um der Gefahr aus dem Osten zu begegnen, dann soll es nicht am Starrsinn unseres Volkes scheitern. Oh, ihr macht einen anständigen Eindruck. Ihr seid kein Schwächling wie dieser Joshua. In euren Augen brennt Feuer. Also gut, ich werde für euch bürgen. Enttäuscht mich nicht, Mensch. Ach, wir haben doch absolut noch niemanden enttäuscht. Aber das hier ist jetzt eine echt wichtige Frage. Also hau mal raus, Garrick. Also wir nehmen alles gerne. Fertigt ihr auch Waffen? Ich habe keine wirklich gute Waffe mehr geschmiedet, seit die Minen auf dem Schwertfels zerstört wurden. Auf dem Schwertfels? Eine Insel südwestlich von hier. Dort gruben wir das seltene Adamantinum aus der Erde. Und die Diener der Tiefe, die dort leben, empfingen uns als Brüder. Aber der Zirkel befahl uns, immer mehr Waffen zu schmieden. Und eines Tages traf uns der Zorn unseres Gottes. Die Minen wurden zerstört. Und die mächtigen Klingen der Macht sind seitdem nur noch Legende. Könntet ihr mir eine Klinge der Macht fertigen? Das könnte ich wohl. Was glaubt ihr, wenn ihr vor euch habt? Aber um ein solches Werk zu beginnen, benötige ich eine Grundform. Eine Erdenklinge. Ein Gegenstand, wie er nur auf dem Schwertfels zu finden ist. Die Diener der Tiefe schmiedeten sie in den Tagen, als noch ein Bund zwischen uns bestand. Nur auf dem Schwertfels werdet ihr fündig werden. Die mächtige Klinge der Macht. Ich finde solche Doppelungen einfach immer total idiotisch. Aber jetzt ist hier noch der gute Lordric, Svartla. Die haben so geile Namen, so. Ich würde auch so gerne so heißen. Erstmal gucken wir hier mal kurz. Können wir hier noch... Oh, warte mal, das ist besser, als das wir jetzt haben, oder? Also besser gesagt, die ist besser. Stufe 7. Oh, den haben wir noch gar nicht eingesetzt. Yeah, nice. Akkord, den dürfen wir nicht verkaufen. Das ist unser Babo-Master. Also, ja, die hier kannst du gerne alle haben. Haben wir ja keine Verwendung mehr für. Ja, da werde ich immer noch nichts verkaufen.
Und es verkaufen erstmal einen Zwerg, der nicht zaubern kann, ein paar Zauber. Klingt logisch, oder? Ja, Zauberkugeln, weg damit. Brauchen wir eh nur eine, höchstwahrscheinlich. Ja, wir können einfach hier ein bisschen Platz schaffen. Wir kaufen einfach erstmal alles, was wir doppelt haben. So, und dann wurde ich nochmal darum gebeten, das, was ich so zu Spellforce 3 erzählt habe, nochmal so wiederzugeben. Also was ich am tollsten erstmal an Spellforce 3 finde, also zumindest an dem, was da so erzählt wurde, beziehungsweise was ich halt in einem GameStar-Artikel gelesen habe, ist, dass es ja einen Multiplayer geben soll. Also besser gesagt einen richtigen Koop. Hier gibt es auch einen Koop, aber der ist jetzt nicht allzu gut. Und ja, darauf freue ich mich einfach, zusammen mit einem Freund halt mal Spellforce spielen zu können, weil bisher hatte ich halt nicht wirklich eine Gelegenheit dazu. Und ja, da würde noch auf jeden Fall was von mir zu kommen. Soll angeblich Ende des Jahres erscheinen. Und auch eine der besseren Sachen daran ist halt, dass es nicht mehr von Nordic Games gemacht wird, wie jetzt halt die letzten Spellforce-Teile, die erschienen sind und die ja auch absolut vergeigt wurden, um mal ganz ehrlich zu sein. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz frisches und neues Entwicklerteam. Und einen Ring, die behalten wir jetzt erstmal. Ja, die haben sich auf jeden Fall sehr, sehr viel vorgenommen. Und da. Ich will jetzt erstmal mit dem reden, danach werde ich weiter labern. Ah, ihr müsst der Runendiener sein, von dem Skarvik berichtet hat. Hi, seid gegrüßt. Willkommen. Ich bin Lorderik Svatlar. Ich braue das hiesige Bier und andere Dinge. Falls es euch also dürstet, bei mir seid ihr richtig. Vielleicht könnte der uns das, also irgendwas stark Alkoholisches für den, ah, wie hieß er nochmal, auf jeden Fall diesen Zwerg, dein Graufurt, ne? Ihr braut noch mehr als Bier? Nun, ich habe mich mit Kräuterzusätzen versucht und dabei die Kräfte gewisser Pflanzen entdeckt. Ein Zwerg, der Kräuter sammelt und Tränke braut? Das klingt ungewöhnlich. Ich weiß, doch es hat sich als durchaus nützlich erwiesen und die Leute wissen es zu schätzen. Fertigt ihr auch düstere Gebräue? Vom Heiltrank zum Gift fehlt nicht viel, falls ihr das meint. Was habt ihr vor? Nun, ich dachte da an einen gewissen Riesen. Ein Gift könnte ihn lähmen. Dann wäre es ein leichtes, ihn zu bezwingen. Herrgott? Ein solches Monstrum zu vergiften ist nicht eben einfach. Nicht ohne ihm gleich fässerweise Gift einzuflößen. Aber ich wüsste da vielleicht ein Mittel, das wirken könnte. Zumindest würde es ihn eine Zeit lang schwächen. Man nennt es den grünen Schlaf. Fertigt mir den grünen Schlaf. Dazu benötige ich einige Zutaten. So etwas hat ein Zwerg nicht mal eben auf Lager. Ich brauche Weißfarn und Weberkraut. Die sollten nicht allzu schwer zu finden sein. Dazu noch Silberwind und Schwarzhalm. Die wachsen nur weit oben in den Ostbergen. Die wichtigste Ingredienz aber ist ein Gift, das von den Spinnen in der Kaltmark gewonnen wird. Man nennt es das Gift der Dunkelläufer. Bringt mir diese Zutaten und ihr sollt euer Gift bekommen. Boah, ich finde einfach auch, die Synchronisation ist so gut geworden. Ja, ich glaube, wenn. Ich werde einfach das zu Spellforce 3 erzählen, wenn wir das hier gleich dann die Map clearen. Das ist besser, als wenn es hier so viel zwischendurch immer geredet wird.